Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge Democracy 4, mittlerweile Beta, Deutschland auf schwer. Dieses Video stammt auch aus dem Twitch-Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne aufgezeichnet habe. Viel Spaß. So, wir haben unser Wahlversprechen erfüllt. Jetzt haben wir noch zwei und wir haben noch vier Runden bis zur Wahl. Ich würde nochmal kurz... Ja? Der kurze Blick aufs Defizit erfreut mich. Es ist nur noch zweistellig. Ah, weil unsere, das Credit Rating, die Interest Rate so gedrückt hat. Und die Weltwirtschaft geht langsam hoch. Also ja, das ist super. Hier. Ja, das freut mich auch wahnsinnig. Ich würde jetzt nochmal kurz auf unsere Probleme gucken. Die Gig-Economy ist wieder ein bisschen hochgegangen. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft steigt da oben irgendwie. Weswegen ist aus dieser Geschichte hier für mich gerade nicht ersichtlich, muss ich sagen. Und hier unten ist auch kein Ereignis, warum es hier so einen Sprung gab. War das dann vielleicht dieses eine Event, was... also dieses eine Dilemma, was wir so beantwortet haben? Ich weiß es nicht. Die Asthma-Epidemie... Oh, hier ist irgendwie was... Ach, unsere Wirtschaft hat sich erholt. Dementsprechend also gibt es mehr... Also unsere Wirtschaft performt besser. Das heißt, es gibt mehr Umweltverschmutzung, was sich direkt hier drauf auswirkt. Aber wir machen schon gerade was gegen die benutzten... Also Tabakko-Use tun wir etwas gegen. Und hier oben Internetkriminalität... kurz davor, dass es aufhört. Und Horsti fragt, ob wir in diesem Durchlauf schon was mit den Evangelikalen zu tun hatten. Und nein, hatten wir nicht. Ich weiß nicht, wenn wir die USA spielen. Guck mal auf die Extremisten. Ist auch gerade entspannt. Ja. Als ich USA gespielt habe, war das ganz, ganz schnell, dass ich hier Terrorvereinigungen der Religiösen hatte, die sehr, sehr angepisst waren. Aber da war ich auch alleine, da hatte ich nicht die Stimme der Vernunft von Romy bei mir. Da habe ich wild geklickt, was ich so für richtig halte. Und da war das definitiv nicht so eine ausgeglichene Geschichte. Ich habe versucht, immer Romy zu simulieren in meinem Kopf. Denk an das Defizit, denk an die Wirtschaft. Es hat aber nicht gut genug funktioniert. Gab es irgendwelche Entscheidungen, bei denen du dir gedacht hast, dass ich komplett anders entschieden hätte? Nee. Nee, gab es nicht. Gab es nicht. Aber der Chat hat wirklich, Horsti sagt es, aber der Chat hat auch immer mich daran erinnert, André, die Wirtschaft, André, dein Defizit, André, guck da drauf, das, also, ja? Sehr gut, freue mich total. Der Chat kann auf Dauer, das muss ich aber auch sagen, eine Romy nicht ersetzen. Okay, dann nächste Runde, wir haben nur noch zwei, noch vier Runden bis zur Wahl. Oh, ich schon wieder. Ich hab keine Lust mehr. Credit Rating runter. Und Campaign Speeches available. Wir können also eine Rede halten, wenn wir möchten. Ich sehe gerade hier in dem Überblick unser Unemployment. Oh, aber unser Unemployment ist runtergegangen vor drei Runden und es gibt keinen besonderen Trigger dafür. Aber unser Unemployment ist auf einem guten Weg tatsächlich. Warum wird unser Credit Rating runtergestuft? Weil in unserem Nachbarland wahrscheinlich immer noch Krieg ist und das zu Instabilität führte, das ja unsere internationalen Beziehungen belastet hat. Und ja, was weiteres fällt mir gerade nicht ein. Ja. Also das wäre jetzt so das Erste. Ja. Ja, wahrscheinlich. So, jetzt haben wir, unser Defizit ist wieder gestiegen, weil die Zinsen, aber nicht so krass wie vor unserem Downgrading, vor unserem Upgrading. Die Weltwirtschaft geht wieder hoch.
Tja, Wirtschaftsförderung. Versuche ich jetzt mal zu fühlen bei dir. Ja, sehr, sehr gerne. Also einerseits Wirtschaftsförderung und auf der anderen Seite müssen wir mal gucken, ob wir noch irgendwo dann einsparen können. Mich nervt es auch, dass wir den Geheimdienst noch nicht runterfahren können. Ja, was ich da tatsächlich machen wollen würde, wäre Internet-Tags einzuführen und sie, weil das auch eine gute Einnahmequelle ist, weil es sie sicher nicht darauf bezieht, dass wir das Internet besteuern, sondern dass wir die großen Firmen, die im Internet ihr Hauptgeschäftsfeld sehen, dass wir diejenigen besteuern. Weil Internet-Tags, wenn ich das so höre, denke ich so, auf keinen Fall. Aber nachdem ich den Text mal genauer gelesen habe, ist mir klar geworden, dass das sich nicht darauf bezieht, dass jetzt plötzlich die Anschlüsse der einzelnen Bürger teurer werden. Also das wäre ein Hebel, den ich in unserer nahen Zukunft sehe. Wir brauchen 28 dafür. Dadurch geht Internet-Crime runter und wird wahrscheinlich zu Ende sein und wir können den Intelligence Service runter und sparen dadurch eine Milliarde. Finde ich total gut. Hervorragend durchargumentiert. Das machen wir jetzt so. Okay, das machen wir jetzt so. Wir brauchen 28, wir haben 20, wir kriegen 18. Das heißt, wir sollten irgendwie ein paar ausgeben. Könntest du auf die Übersicht von eben nochmal draufklicken? Auf jene hier? Ja, genau. Und zwar aber bei den Steuern. Steuern. Ja, ich wollte nur nochmal gucken, was die denn da alles so kosten. Zum Beispiel die Luxusgütersteuer. 40. Ich eigentlich gar nicht. Ja, aber die bringt auch nicht so viel. Das stresst mehr, als das bringt, glaube ich. Ja. Das zu erklären. In dem Bereich hätte ich noch geschaut auf die Cryptocurrency Taxation und auf die Finanztransaktionssteuer. Die hier kostet 22. Das wäre vielleicht für eine der späteren Runden. Ja, das potenzielle Einkommen ist gar nicht so hoch im Vergleich zur Internet-Tax. Was mich erstaunt ein klein wenig. Nee, erstaunt mich nicht wirklich, weil wir sprechen über wirklich große... Ach, ich weiß es nicht. Ich habe kein Gefühl dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich auch nicht. Und die Herausforderung hier ist ja, dass wir in dem Spiel nicht immer genau wissen, wer denn damit gemeint ist. Also man hat dann so eine schöne Überschrift, die Finanztransaktionssteuer, aber es ist halt nicht so, dass wir wirklich erkennen, wie das gestaltet ist, wen es betrifft und so. Ja. Okay, dann könnten wir doch nochmal schauen, wie es beispielsweise mit den Unterstützungen für gesundes Essen aussieht. Die hier? Ja. Würde nur 3 kosten, politisches Kapital, und wäre sogar tatsächlich sehr günstig. Und drückt den Food Price. Und ist gut für die Gesundheit. Oh ja. Und aus dem Grunde wäre das mein Vorschlag für das, was wir noch verbrauchen. Finde ich gut. Auf welchem Level? Hier in der Mitte? Food Price wird gedrückt um 6,4%. Und der niedrigere Preis bedeutet, dass wir die unteren Einkommensschichten entlasten, die ja die gerade ein bisschen gestresst sind. Aus dem Grund würde ich das hier hochziehen. Mhm. Und auch, weil... So? So? Ja. So finde ich gut. Okay, dann... Und das ist ja auch für die Gesundheit gut und damit haben wir ja wieder noch ein anderes Problem schön positiv beeinflusst. Ja. Jetzt haben wir noch 17... nee, da wollte ich nicht drauf klicken. 17, wir bekommen 18. Dann überziehen wir nichts und verschwenden nichts. Das heißt, dann würde ich mit dem hier nächste Runde machen und die Internetsteuer einführen. Sehr gut, ich freue mich. Endlich mal Einnahmen wieder. Ja, wir mal gucken, was jetzt passiert. illegale Einwanderung, Aufschrei. Illegale Einwanderung hat dazu geführt, dass Konservative ein bisschen am Rad drehen. Die ethnischen Spannungen sind bereits hoch und mit unseren porösen Grenzen
die immer wieder durchbrochen werden, wird diese Situation schwieriger. Konservative und Liberalismus sinkt. Und Situation? Debt Crisis. Ja. Wir wissen es. Wir wissen es, wir arbeiten daran. Hetz mich nicht, aber Debt Crisis ist noch etwas, was das verschlimmert, so wie es aussieht. Ja, gut, dass wir jetzt gleich die Steuer einführen machen. Ja. Also Tax, Internet Tax. So, Technology geht runter. GDP 4%, wenn wir so auf der Mitte. Aber wir nehmen auch 4,5 Milliarden ein. Und die Internetkriminalität geht wirklich deutlich runter. Ja. Ich neige dazu, sie sogar noch ein, vielleicht so bei 30 oder 5, also bei 25-30% zu haben. Gar nicht so hoch. So. Will uns aber unsere, ja, ich wollte nur unsere Einnahmequelle auch nicht. Also so, dass es sich nicht allzu schlecht, vor allem auch die mittleren Einkommen auswirkt, weil die auch schon ganz schön gestresst sind und das Bruttoinlandsprodukt nicht zu sehr drunter leidet. Ja, 3,3. Und bei den mittleren Einkommen, wie sieht es bei denen aus? Minus 0,95. Aber ich fürchte, das ist, aber das hier heißt ja die Meinung der mittleren Einkommen. Ja, das macht es ja nicht besser. Die mögen uns auch nicht. Ja, das stimmt. Aber jetzt habe ich es auf 30 runter. Also das wäre... Tiefer würde ich nicht gehen wollen. Oder... Ich sag gerade, dass wir es aussetzen sollen, dass sich die Nachfolgeregierung darum kümmern soll. Wir sind die Nachfolgeregierung. Ja, es sieht so aus, als ob wir die Nachfolgeregierung sind. Also... Wir gehen da jetzt fest davon aus und wir müssen auch die Wahlen nicht negativ beeinflussen und die Leute am Wählen hindern dafür. Wir überzeugen durch... gute Arbeit. Ja, genau. Oder so. Also würde ich 3,7 Milliarden Einnahmen? Ja, finde ich sehr gut. Gut. Jetzt haben wir noch 7 übrig. Defizit ist wieder hochgegangen. Na klar, wir sind wieder... Die Weltwirtschaft steigt. Ich werfe noch mal einen Blick auf unsere Probleme. Gig Economy geht runter. Das ist schön. Ja, die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft ist krass oben. Wie sieht es mit... Ach, die Asthma-Epidemie geht runter, das ist schön. Und die Internetkriminalität bekommt hoffentlich jetzt in der nächsten Runde einen Schlag nach unten. Einen deutlichen. Würde gerne den Vorschlag aus dem Chat einwerfen, nämlich, dass wir uns den Wohnungsmarkt mal angucken. Wir hatten ja so diese Immobilienblase eh. Ja. Als... Problemen und da wäre es ganz nett, das noch, sich nochmal anzuschauen. Ich weiß auch nicht, ob wir in dieser Runde oder in einer der vielen Democracy-Wochen davor uns mit der Zweitwohnsitzsteuer beschäftigt haben, um den Wohnungsmarkt nicht... Wir haben Empty House Tax haben wir eingeführt, auf einem relativ hohen Niveau. Könnten wir hochsetzen? Das wäre ein Hebel. Wir könnten auch den Mietendeckel anfassen. Rent Controls. Ja, aber das hilft ja nicht wirklich. Also vor allem, wenn wir uns jetzt praktisch vorstellen, den Mietendeckel in der gesamten Bundesrepublik anzupassen. Ja. Ban Second Home Ownership könnten wir noch machen. Public Services... Ich glaube, wir haben das eingeführt. Ich gucke mal gerade. Ja, wir haben State Housing. Das heißt also, wir geben Geld aus, 1,28 Milliarden für State Housing. Und das haben wir nicht vor allzu langer Zeit eingeführt, als Reaktion auf Real Estate Bubble ist imminent. Also vor 3, 6... 9 vor 11 Runden. Ziemlich am Anfang unserer zweiten Amtszeit haben wir das eingeführt. Ich bin immer eher so ein Fan davon, dafür zu sorgen, dass die Leute mehr Geld in der Tasche haben. Mhm.
weil sie dann auch mehr ausgeben können und sich dann im Sinne unserer wirtschaftlichen Entwicklung hier auch tatsächlich so Synergieeffekte ergeben. Von daher bin ich mir gerade nicht sicher, ob wir den Wohnungsmarkt nochmal extra anfassen müssen. Nee, glaube ich auch nicht, aber wir haben auf jeden Fall, das war ja dann die Frage, wir haben auf jeden Fall die Steuer, wir haben einen Mietendeckel, wir haben State Housing, also alle Instrumente, also die Schieberegler haben wir schon implementiert und wir können an ihnen spielen, falls wir in diese Real Estate Bubble reinlaufen sollten. Gut, aber ich bin auf deiner Seite, dass ich auch eher ein Fan davon bin, den Leuten mehr Geld in der Tasche zu verschaffen, als an diesen Regulatorien herumzuspielen. Ich glaube, wir würden uns kaputt regulieren. Ja. Weil es immer wieder so, erstens kostet es relativ viel und zweitens müssen wir irgendwie gucken, dass es halbwegs aufeinander abgestimmt ist. Ja. Also Hoste, wir haben es wahrgenommen, wir haben es uns nochmal angeguckt, aber es gibt gerade nichts, wo wir jetzt sagen, es ergibt Sinn. Außer wir haben was übersehen, was ich nicht ausschließe. Nee, würde ich auch definitiv nicht ausschließen. Tja, für 7. Wir könnten noch mal einen Blick auf die Steuern für Drogen werfen. Aber da sind wir auch schon relativ hoch mit 1,5 Milliarden Einkommen. Ja, wir wollen ja auch, dass sie weiterhin legal Drogen konsumieren und nicht wieder auf den Schwarzmarkt ausweichen. Das stimmt. Tja, dann wäre eine andere Variante, wäre nochmal auf die Umwelt zu gucken. Ob es da noch irgendwas gibt, so Keep the Country Tidy Campaign oder irgendwie sowas. Ah, ja, Enterprise Investment Scheme. Wir haben da schon mal drüber diskutiert. Das gibt halt denjenigen, die Geld in die Hand nehmen und in Startups investieren, eine Steuererleichterung. Was halt ja nur über einen Umweg dann eine staatliche Finanzierung ist. Da hattest du gesagt, so, ja, gefällt mir nicht so gut, weil wir dann so durch die Hintertür wieder Steuergeld direkt ausgeben, aber es ist nicht unter unserer Kontrolle. Hab ich so grob im Hinterkopf, höre ich dich das noch sagen. Es kann auch sein, dass das meine eigene Vorstellung ist. Gesagt. Allerdings glaube ich, das bin ich mir jetzt gerade nicht so richtig sicher, im Vergleich mit den anderen Sachen, die wir in dem Bereich Startup noch angewandt haben. Hier ist es jetzt so, dass wir ganz klar Investment fördern. Ja. Was aber eigentlich gar nicht so wahnsinnig schlecht ist. Erstens, weil wir was für uns, also was jetzt an dieser Stelle nicht schlecht ist. Wir hatten es an der anderen einfach auch so nicht gebraucht. Hier haben wir die Möglichkeit, dass das Kapital, was ja gerade dabei ist, aus dem Land abzuwandern, weil die Kapitalisten uns nicht mögen und so weiter, dass wir das hier ganz gezielt fördern können, dass das hier bleibt. In ja, unserem und Land. Endlich, das wäre mal endlich was Kapitalisten tatsächlich gut finden. Ja, wir haben noch 7. Wir können es uns gerade leisten. Es kostet uns halt ein bisschen was. Wir müssen mal gucken, wie viel. Ich glaube, an der Stelle im Spiel, wo wir jetzt sind, nämlich, dass uns das Kapital das Land verlässt, wäre es gut, sowas zu haben. Ja, dann würde ich das einführen und wir können ja immer noch auf einem sehr niedrigen Level den Schieberegler setzen. Jetzt kostet uns, auf der Mitte kostet uns 1,6 Milliarden. Was passiert, wenn ich so auf 1 setze? Nur mal so als Beispiel. Das Bruttoinlandsprodukt steigt um 2,15. Das ist schon echt krass. Ja, Socialism geht runter, Self-Employed Membership steigt, Self-Employed Earnings steigt und High Earnings findet super. Also, das hätte ich nicht gedacht, plus 2,15 für 1 Milliarde Bruttoinlandsprodukt. Eigentlich ist es eine relativ einfache Rechnung. Gründen kostet ja Geld. Die Investitionskosten, die du hast, also ich meine, jetzt bei Leuten wie mir ist es jetzt nicht so wahnsinnig krass, aber man braucht ja nur als Handwerker versuchen, als Tischler sich eine eigene Werkstatt neu einzurichten oder als Arzt oder Ärztin eine Praxis zu eröffnen.
das sind alles Berufsgruppen, glaube ich, die damit nicht gemeint sind, aber ich glaube, sie zeigen noch mal gut das Beispiel. Und das fördert halt die Gründerfreude und das zahlt sich aus vor Ort und aber auch im kompletten Bruttoinlandsprodukt. Ja, also wollen wir es so tatsächlich in der Mitte einführen oder sollen wir sogar noch höher gehen? Ne, ich würde nicht ganz so hoch gehen. Einfach, das hat auch was damit zu tun, dass unser Kreditrahmen momentan nicht so wahnsinnig hoch ist und uns das alles irgendwie doppelt und dreifach kostet. Dann, wie wäre es denn mit 1,5 Milliarden Ausgaben, was dazu führt, dass das Bruttoinlandsprodukt um 2,74% steigt? Ich bin dafür. Okay. Dann haben wir jetzt 0. Wir haben noch 2 Runden bis zur Wahl. Das heißt also, in dieser Runde müssen wir Wahlversprechen machen. Ein Minister möchte, dass wir Public Religious Broadcasts einführen. Ich wäre also dagegen. Bis zum Sonntag können wir ja reden, aber da bin ich auch dagegen. Ja, und jetzt haben wir noch ein Dilemma. Eine Amnestie für illegale Einwanderer. Jeder weiß, dass wir illegale Einwanderung in unser Land haben. Ein Vorschlag wurde vorgebracht, der denjenigen eine Amnestie gewährt, die illegal eingewandert sind und sie als richtige Bürger anerkennt, die dann auch arbeiten und ihre Steuern zahlen können. Wir können das ablehnen, die Amnestie, weil es ist zwar verlockend für Steuer- und Recht- und Ordnungsgründe, aber es wird hier postuliert, dass es ein Pull-Effekt ist, wo ich nicht so direkt hinterstehen würde. Und das andere ist, dass wir tatsächlich diese Amnestie gewähren. Es ändert nichts daran, dass diese Leute hier sind, hier arbeiten und das unter dem Radar machen und keine Steuern zahlen müssen. Ich glaube, in der Situation, in der wir jetzt sind, mit dem Konflikt im Nachbarland, ist, glaube ich, eine Refuse-Amnesty einfach fast gar nicht zu machen. Genau, einerseits haben wir im Nachbarland Krieg, da wäre ich definitiv sowieso bei dir. Ja. Und die Situation, die hier geschildert ist, scheint ja eher die Beschreibung eines Zustandes zu sein, der ja schon seit mehreren Dekaden andauert, weil ansonsten ergibt es überhaupt gar keinen Sinn, dass dort steht, dass die Leute ja da schon leben und arbeiten und so. Ah, hier steht es auch, ein Lift hier vor hier ist. Ja. Die sind angekommen. Wenn wir sagen, wir machen es nicht, wäre dann die Frage, was machen wir dann? Also schmeißen wir diese Menschen raus oder was soll dann passieren? Sie sind ja nun mal da. Und insofern ist es, glaube ich, im Umgang, auch im politischen Umgang viel, viel einfacher zu schauen, dass diese Menschen Teil der Gesellschaft sind. Hm. Auch wenn das die Patrioten nicht lieben werden. Nee. Ja. Aber ich bin für Opfer Amnesty, da haben wir schlussendlich auch mehr davon, weil sie bezahlen Steuern, die Kinder können in die Schule gehen. Und so. Mhm. Die Liberalen finden es gut, Patrioten finden es doof, die ethnischen Minderheiten finden es großartig. So, Situation immanent. Elak will uns wieder darauf schubsen, dass wir mal das Gegenteil von dem tun sollen. Ja, das ist in diesem System, weil man so schwer, also das, was in uns steckt, daran sich zu orientieren und danach dann Dinge zu argumentieren, ist, glaube ich, viel einfacher als dieses, wie ist unsere gegenteilige Entscheidung? Ich glaube, was gut gehen würde, wäre halt in Richtung des Neoliberalismus zu gehen, weil wir dann die Kapitalisten als Zielmarke haben. Dann Steuern senken, wenig staatliche Kontrolle und so. Ich fürchte aber, dass dann das Spiel ganz schnell vom Baum geht. Was jetzt nicht sehr unrealistisch ist. Wir gucken mal. Wir sind jetzt hier aber kurz vor der Wahl. Also
Ja, wir entscheiden doch immer sehr ähnlich und wir haben fast 100% Zustimmung. Wir können es aber mal wirklich... Eigentlich gut. Hm? Eigentlich ist das ja gut. Eigentlich ist ja das genau das, was man in der Demokratie will. Ja. Dass es eine super hohe Zustimmung gibt und dass die Leute möglichst zufrieden sind. Ja. So, wir müssen Wahlversprechen machen. Ich guck mal kurz auf unsere Probleme. Gig Economy ist jetzt stagniert so ein bisschen. Nicht kompetitive Wirtschaft weiterhin sehr hoch. Ja, wegen dem Konflikt nebenan. Asthma-Epidemie steigt wieder leicht an. Internetkriminalität ist vorbei. Sehr gut. Das heißt, wir könnten direkt auch mal den Geheimdienst ein wenig runterdrehen. Aber jetzt machen wir erstmal Wahlversprechen, schätze ich mal. Also unsere Mitglieder und Aktivisten steigen. Und wir haben inzwischen Aktivisten. Und fanatische Supporter auch. Sehr gut. Ja. Also Emotionen, wie wir spielen, das ist fantastisch. Ja. So, wir haben mehrere Möglichkeiten. Die Einkommensteuer um 25% senken. Krass. Okay. Property Tax, also Grundsteuer, ne? Ja. Ja. Tatsächlich könnten wir die Carbon Tax senken, weil irgendwas ist mit der Version, in der wir dieses angefangen haben, gebuggt. Wie man sieht, wir haben null Einnahmen von der Carbon Tax. Die Carbon in der früheren Version wirklich der Geldbringer. Ja, genau. Und das ist jetzt wieder so. Wir haben, das Problem ist nur, in der Version, in der man das Spiel anfängt, da war anscheinend was mit der Carbon Tax. Und das wird im Nachhinein, Cliff hat in der Vergangenheit, also bei den Versionen, auch immer an der Balance rumgespielt. Das heißt, wenn er was da an der Carbon Tax gemacht hat, wird das nicht korrigiert in alten Spielständen. Das heißt, wenn wir jetzt einen neuen Spielstand mit Deutschland anfangen, kriegen wir eine hohe Carbon Tax. Da können wir dann 8 Milliarden Einnahmen generieren oder 10 oder sowas. Das weiß ich, weil ich es jetzt mal in Beta halt schnell durchgeklickt habe. Aber in dieser Version ist es verbuggt. Deswegen könnten wir einen Cut versprechen. Würde ich aber jetzt gar nicht machen. Wo stand da sogar der Geheimdienst mit drin? Den könnten wir auch erstmal versprechen, bevor wir. Oh ja, Cut bei. Oh ja. Ja. Dann würden wir doch das versprechen. Liberale, Patrioten, ja. Kaum Auswirkungen. Was ich auch versprechen will, was ich gerade sehe: Prisons raise by 50%. Das heißt also einen hoch. Kaum mehr Ausgaben, ganz wenig politisches Kapital. Hat einen positiven Effekt auf Arbeitslosigkeit. Würde ich tatsächlich versprechen. Gerne. Also. Also ich finde es gut, ich habe viele Workshops im Gefängnis in der Justizvollzugsanstalt gegeben und finde es wichtig, dass die Gefängnisse gut ausgestattet sind, gerade im Jugendbereich. Ja. Weil es dann einfach auch die Möglichkeit gibt. Ja. ID-Cards. Warte mal, was haben wir da? Das habe ich jetzt gerade nicht. ID-Cards haben wir Cut bei, also 25% senken. Wir geben im Moment 1,1 Milliarden dafür aus. Würden damit Geld sparen und der Effekt ist ein klein wenig auf Verbrechen. Konservative und Patrioten finden es weniger toll, wenn wir daran was ändern, aber
Das könnten wir sogar auch versprechen. Und wir geben weniger Geld aus für Standards bei den ID-Cards. Also der Impact auf Verbrechen und auf Gewaltverbrechen finde ich nicht so krass. Ja, ich kann dir gerade kein vernünftiges Argument geben, aber mein Bauch sagt, ich bin mir nicht sicher. Okay, wir haben zwei Wahlversprechen gemacht, damit ist es auch okay. Okay. Würde ich sagen. Es liegt aber bei den Personalausweisen oder bei diesen ID-Cards, habe ich dann gleich wieder andere Debatten im Kopf, irgendwie Sicherheit bei Wahlen und so weiter und so fort, die hier gar nicht adressiert wurden. Ja, das stimmt. Ja. Okay, jetzt haben wir unsere Wahlversprechen abgegeben. Ja, nächste Runde ist Wahl. Wir könnten jetzt halt noch Dinge tun wie CO2-Steuer. Wo ist sie? Weil sie uns überhaupt nichts bringt. Wir könnten sie canceln. Und es würde die Energieeffizienz und die Meinungsumfragen bei den Umweltschützern, die verlieren wir, aber die und die CO2-Emissionen, dass die runtergehen, diesen Effekt verlieren wir auch. Aber wir verlieren die minus 3,8 auf das Bruttoinlandsprodukt und die Meinungen auf diese Sachen, weil wir kriegen davon kein Einkommen. Ja. Ja, kommt dann. Also es bringt uns ja nichts. Genau. Okay. Nochmal kurz vor der Wahl die CO2-Steuer abgeschafft. Ich schenke Uli. Ja, dann gucken wir uns die Wahl an, oder? Mhm, sehr gerne. Ich hoffe, dass diesmal mehr Leute wählen gegangen sind. Ich habe da so ein Gefühl, dass wir... Lass uns mal schätzen. Ich würde jetzt sagen, wir haben 35% Nichtwähler. Mehr nicht. Ich würde schätzen, das ist so ein niedriger Wert. Was würdest du schätzen? Ja, 35 ist eine verdammt gute Schätzung. Das ist so ein... Ich wäre irgendwo bei 40 gewesen. Das ist jetzt nicht so weit von dir weg. Dann sage ich 40. Horsti sagt übrigens auch 40. Okay, also drücken wir mal drauf. Oha. 100% Mehrheit. 21% Nichtwähler. Du warst am nächsten dran. Ich war am nächsten. Da, mit so viel hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da und wenn ihr einen Kommentar reinschreibt, bemühen Romy und ich uns darum, beim nächsten Stream diese Kommentare einfließen zu lassen. Ansonsten würden wir uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr dienstags mal bei twitch.tv/anderelampe vorbeischaut. Da machen wir jeden Dienstag, wie der Name schon sagt, Dienstagspolitik. Einen schönen Tag.